Ich bin live mit der Rani Show. Oh, jetzt hat gerade Facebook die Einstellung geändert. Willkommen. Ich bin heute mit einem größeren Thema hier, und zwar das Thema Angst. Und warum Thema Angst? Weil das für mich immer ein großes Thema war und ich mich mit dem Thema Angst jetzt schon sehr lange beschäftige, und zwar seit Also bewusst seit meiner Diagnose zum Lungenhochdruck 2005. Da habe ich mir, wie man so schön sagt, mächtig ins Hosel gemacht, als ich die Diagnose bekommen habe. Das war nämlich recht eine spannende Geschichte. Ich habe die Diagnose am Gang bekommen, weil damals ich eine andere junge Dame vorgelassen habe, die eben mächtig Stress gehabt hat, und ich dann draußen gesessen bin. Und dann kam die Dame und hat gesagt, Sie haben eine ernsthafte Herzerkrankung. Und ich war damals, Moment, das muss ich rechnen, 2005 muss ich 27 gewesen sein. Noch nicht ganz 27, ich war im Mai, ich habe im Juni Geburtstag, also war ich 26. Und mit 26 erwartet man nicht, eine solche Diagnose zu bekommen. Ernsthafte Herzerkrankung, Lungenhochdruck. Und genau, und seit diesem Moment gibt es immer wieder super viele Momente, wo immer wieder Angst in mir hochsteigt. Und dementsprechend habe ich mich mit dem Thema jetzt auch viel, viel auseinandergesetzt. Ich habe es auch in meinem Buch geschrieben, das heißt Mein Leben, meine Lungentransplantationen und ich. Gibt es ein Thema, also gibt es ein Kapitel auf der Seite 101, das heißt, warum meine Angst mein Freund ist. Und daraus werde ich aber ein anderes Mal lesen, denn der Grund, warum ich heute live gegangen bin, ist, ich bin vom Styria Verlag angefragt worden und die haben gesagt, möchtest du nicht ein Buch lesen? Wir schicken es dir. Und mach mal vielleicht eine Rezension oder so drüber. Die sind über meinen Blog gekommen. Und ich habe gesagt, ja klar, Thema gefällt mir, taugt mir. Das Buch ist vom Dr. Weidinger, der sich jetzt auch wirklich längere Zeit schon mit TCM beschäftigt. Und er hat eine Praxis für seltsame Erkrankungen, glaube ich, hat er im Buch geschrieben, weil das einfach oft Diagnosen sind, von denen man gar nicht mehr weiß, was es ist. Und er hat ein Buch geschrieben, Frei von Angst durch Heilung durch die Mitte. Und der Untertitel ist Das Beste aus westlicher Medizin, TCM und Yoga. Das hat mich schon mal sehr, sehr neugierig gemacht, weil wenn du mich kennst, ich beschäftige mich mit Yoga jetzt doch schon 16 Jahre und hat mir sehr, sehr viel geholfen. Ich habe gedacht, boah, was schreibt der da? Ich sage dir mal, was mir gut gefällt an dem Buch ist, auch gleich in der Einleitung, im Inhalt sieht man, ich habe das jetzt hergezeigt, im Inhalt sieht man, also er teilt das ein in, was macht die westliche mit, also was ist Angst überhaupt? Was ist Angst, was macht Angst und warum haben wir Angst? Und dann sagt er, okay, dann gibt es so Angstgrenzen, die werden wir überschreiten, die werden dann zur Krankheit. Das sind dann Angststörungen. Die beschreibt er dann auch und er beschreibt, was macht die westliche Medizin. Es gibt ja Angstblocker auch, würde ich auch nicht empfehlen, weil gar keine Angst mehr zu haben gibt es, habe ich schon vorher eben auch gelesen, gibt Studien. Das ist nicht gesund für Menschen, keine Angst zu haben. Denn Angst ist etwas Natürliches, das uns hilft, nicht über irgendwelche kaputten Brücken zu gehen, nicht über irgendwelche Klippen zu springen, nicht bei Rot über die Ampel zu gehen, nicht im Auto irgendwelche Experimente zu wagen, sondern gesund zu reagieren und gesund zu bleiben vor allem auch. Das ist der Hauptteil der Angst. Deswegen ist die Angst auch mein Freund, weil die Angst achtet darauf, dass mir nichts passiert. Wenn wir jetzt aber beginnen, unser Gehirn dazu zu verwenden, uns zu überlegen, wovor wir alles Angst haben könnten, dann wird es gerne zum Problem, weil wir können uns
Unsere Kreativität ist unpackbar. Wir können uns Dinge vorstellen, die nie passieren werden. Und die schlimmsten Dinge können wir uns ausmalen. Und wenn du dann in diesem Strudel drinnen bist und nicht mehr mit deinen Gedanken rauskommst, ungünstig. Ja, also da habe ich auch in meinem Buch darüber geschrieben, was mir hilft, aus Ängsten rauszukommen. Und ich bin jetzt auch gleich auf meiner Facebook-Gruppe live und werde da auch was zum Thema Angst sagen. Aber ich habe mir gedacht, ich mache die Rani-Show zuerst. Das heißt, der erste Teil des Buches handelt eben darum, was Angst für einen Sinn hat, Angststörungen, wie die therapiert werden im besten. Dann hat er, was mir sehr gut gefällt, die Phytotherapie hineingenommen. Was ist Phytotherapie? Das bedeutet Kräuter. Ja? Also er hat westliche Kräuter genommen und hat Kräuter-Mischungen beschrieben und beschrieben, wie die uns helfen können. Ja, in Medikamenten ist ja oft auch nur, sind oft Pflanzenbestandteile drinnen, wo allerdings alles andere von der Pflanze extrahiert wird. Das heißt, es wird nur dieser eine Teil genommen, den wir wollen. Und der Sinn, den die Natur in Pflanzen eingegeben hat, sind diese sekundären Pflanzenstoffe, heißen die auch, die in der Verbindung mit diesen Wirkstoffen oft wirken. Ja. Und dann merkt man, dass der Herr Dr. Georg Weidinger wirklich lange schon sich mit der TCM beschäftigt, denn er hat meiner Meinung nach, und ich bin überhaupt keine TCM-Spezialistin, ich beschäftige mich zwar ein bisschen was damit und kenne das ein bisschen, aber genauer habe ich es nicht gewusst. Und er beschreibt die TCM, was sie macht und vor allem, wie die TCM, die traditionell chinesische Medizin, für wenn es kein Begriff ist, den Körper und die Gesunderhaltung des Körpers sieht, betrachtet und wo angesetzt wird, wenn Störungen vorliegen. Und das hat er dann wirklich super gemacht, nämlich wie er hat gesagt, so funktioniert es westlich, so funktioniert es östlich und hat dann beschrieben, was im Körper emotional auch passiert. Ja? Also wie die Organe in der chinesischen Medizin sozusagen funktionieren, wie die zusammenspielen und wie sich was bedingt. Ja? Er hat das auch urlustig immer mit sehr, sehr vielen Zeichnungen gemacht. Ja? Also das ist zum Beispiel eine Zeichnung zum Thema Neurotransmitter. Sehr lustig. Und am Anfang, ich habe das Buch jetzt dreimal durchgeblättert. Das erste Mal habe ich nur die Sachen durchgelesen, die mich interessiert haben. Das zweite Mal habe ich es von Anfang bis Ende durchgelesen. Und das dritte Mal habe ich jetzt nochmal so reingeblättert und habe gesagt, okay, was interessiert mich denn daran? Nach dem zweiten Mal fand ich es richtig gut. Nach dem ersten Mal hätte ich es nicht empfohlen, hätte ich mir gedacht, na, ich weiß nicht, dann habe ich es mir nochmal durchgelesen. Das war wirklich gut. Denn was ich beim zweiten Mal gehabt habe, war Ruhe. Wir brauchen Ruhe, um neu aufzunehmen. Das ist grundsätzlich ein Buch, das man auf einmal durchlesen kann, aber vielleicht nicht sollte, sondern wo man sich die verschiedenen Sachen nochmal anschauen soll. Vor allem dieses sei lieb zu deiner Mitte, wie reagiert die Leber, wie reagiert die Milz. Und wie hängen die Sachen zusammen, dass man das auch ausprobiert. Was mir super gut gefällt auch ist, dass er beschreibt, wie Angst funktioniert und warum Atmen so gut wirkt. Atmung ist wirklich key, kann man sagen. Und das hilft auch dem Qi in der chinesischen Medizin oder Prana in der Ayurveda. Das ist ja eher mein Spezialgebiet. Es sind sehr, sehr viele Kräutermischungen drinnen, die er empfiehlt und die man auch anscheinend in einigen Apotheken bekommt. Und es steht auch dann genau beschrieben, wozu man sie verwenden kann, was auch drinnen steht. Und das empfehle ich bitte auch, dass du dir anschaust, was dein Arzt sagt. Also ich zum Beispiel weiß,
Mit den Medikamenten, die ich nehme, sind die Wechselwirkungen nicht erforschbar mit traditionell chinesischen Kräutern. Deswegen wird transplantierten Menschen die Einnahme von diesen Präparaten abgeraten oder verboten eigentlich. Aber es liegt eben daran, dass man eben nicht weiß, wie Wechselwirkungen sind. Aber was zum Beispiel, was ich weiß, ist, dass man Tees ganz gut trinken kann. Baldrian sollte man meiden, aber das habe ich zum Beispiel da überhaupt nicht gesehen. Beruhigender Tees mit Melissenblättern, Pfefferminzblättern, Bitterorangenblüten, Bitterorangenschalen und Baldrianwurzel. Genau. Und dann das Thema Yoga ist verhältnismäßig kurz und er schreibt auch, es gibt schon so viele Yoga-Bücher, sagen wir es, wie es ist. Und da hat er natürlich nicht den Anspruch gehabt, das komplett zu machen. Aber es hat die Sache rund gemacht, weil auch hier er grundsätzlich beschrieben hat, was denn die Philosophie hinter dem Yoga ist. Und ich sage immer, es gibt viele Wege, aber es gibt einen Körper und der funktioniert auf eine bestimmte Weise. Und das haben die Chinesen festgestellt, es gibt auch die europäisch traditionelle Medizin, das haben die Inder festgestellt. Also überall auf der Welt, auch bei den Indianern, überall haben sie festgestellt, der Körper funktioniert. Wenn was kaputt ist, kann man das in dieser oder jener Art und Weise verbessern. Genau. Und dann hat er auch, das finde ich auch gut, so kleine Punkte, also mal schauen, wo die Kamera ist, gegeben, ja, die man drücken kann. Die Niere ist der Angst. Also Niere steht für Angst. Und genau. Und zum Schluss hat er noch einen Notfallkoffer rausgeschrieben. Hilfe holen. Das ist das. Ich werde unter dieses Video auch auf meiner Seite verlinken. Ich habe da eins, Hilfe bei Krisensituationen. Das hat die tolle Katrin Prossecker, hat mir immer wieder erzählt, was sie alles für Hilfsorganisationen kennt und wo sie sich Hilfe geholt hat und was sie nicht festgestellt hat oder ausprobiert hat. Und dann habe ich gesagt, du magst du nicht eine Liste draus machen, gemeinsam mit mir. Und die haben wir dann gemacht. Und genau, deswegen steht die jetzt da. Das sind ganz viele Organisationen, bei denen man sich Hilfe holen kann. Wenn man in irgendeiner Notsituation ist oder wenn man einfach nicht weiß oder jemanden zum Reden braucht, gibt es immer wieder Möglichkeiten. Ich lege dir das sehr ans Herz, weil wir müssen nicht alles alleine durchstehen. Und wenn du wissen willst, was ich genau gegen Stress und Angst mache, dann komm gleich in meine Rani Yoga Supersanft Gruppe und schau dir das dort an. Das startet in 5 Minuten. Bis dorthin werde ich übersiedelt sein. Das nächste Mal in der Rani Yoga Show werde ich ein bisschen was lesen aus dem Kapitel, warum die Angst mein Freund ist. Weil ich davon überzeugt bin, dass Angst etwas ist, das uns etwas aufzeigen möchte. Ein Symptom, möchte ich sagen. Und wenn man dorthin schaut, dann ist man oft überrascht, was einem da eigentlich gesagt wird. So, 13 Minuten 27. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Ich werde auch den Link noch zu diesem Buch, so ich den irgendwo, ja genau, den Link zu diesem Buch werde ich auch noch dazu geben. Und alle Sachen, die ich empfehle, findest du auch auf empfehlenswert auf meiner Website. Und ja, in diesem Sinne, schau dir deine Ängste an. Fürchte dich nicht vor ihnen. Und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir Namaste. Danke fürs Zuhören. Ciao.